Nach der Darbietung von Songs an Nütig Bad Love, einem Songs ehemaligen DSDS-Gewinners Daniel Schumacher, kämpft Sam auf der Bühne sichtlich mit Tränen. In einem Statement gibt er nun zu, dass er kurz vor der Aufführung die schreckliche Nachricht erhalten hat, dass sein Vater verstorben sei. «Ich war auf Mallorca, um nach meinem Vater zu sehen, der seit letztem Jahr im Krankenhaus liegt», sagte der Sänger. Aber heute Morgen um 6:45 bekam ich den Anruf, dass er friedlich von uns gegangen ist. Sam erzählt auch, dass sein Vater ihn sehr unterstützt hat. Also wollte Sam eigentlich zu seinem Vater zurück, um nach ihm zu sehen. Doch er sagte den DSDS-Kandidaten, er solle sich auf die Show konzentrieren. «Es ist sein Traum, sein Wunsch, dass ich das hier mache», sagt Eisinger. Sam konnte die Jury jedoch mit seiner emotionalen Leistung überzeugen. Pop-Titan Dieter Bohlen, DSDS-Ikone Pietro Lombardi und beide Sängerinnen Katja Krasavis und Leoni beeindruckten bei Sams erstem Live-Show-Auftritt. April 2023 erneut behaupten und die «Deutschland sucht den Superstar» und den Sieg kämpfen.